Hey, servus, herzlich willkommen dabei Rotfuchs Outdoor. Schön, dass du wieder dabei bist. Ich bin der Jens und heute dreht sich das Thema hier mal um das neue Projekt vom Fritz Meinecke, Seven vs. Wild. Falls du den Fritz Meinecke nicht kennen solltest, das ist ja wirklich ein überragender deutscher YouTuber, dreht sich hauptsächlich um auch im Outdoor, Survival bis Bushcraft. Der macht viele oder hat viele Lost Places gemacht. Ja, also wirklich geiler Content. Finde ich mega den Typ und den Content, den er macht. Und jetzt hat er ein neues Projekt am Start. Das nennt sich Seven vs. Wild. Ich packe dir die beiden Kanäle vom Fritz Meinecke hier unten drunter mal rein. Das ist einmal sein Hauptkanal und dann hat er noch einen Live-Kanal. Und auf dem Live-Kanal hat er eben das neue Projekt Seven vs. Wild vorgestellt. Hat das Konzept vorgestellt. Schau einfach mal bei ihm vorbei, guck dir das mal alles an. Kurzer Abriss, dass du aber verstehst, worum es hier jetzt heute gehen sollte. Ja, bei Seven vs. Wild geht es darum, dass sieben Leute sieben Tage lang mit nur sieben Gegenständen in der Wildnis von Schweden überleben. Und was soll ich sagen? Hey, mega geiles Konzept. Habe ich richtig Bock drauf. Freue mich drauf, wenn es endlich dann rauskommt. Ich habe mir auch meine Gedanken drüber gemacht, bin ja auch in der Thematik drin. Bin auch immer sehr viel draußen unterwegs, war auch selbst schon dreimal in Schweden oder allgemein in Skandinavien. Und ich möchte dir jetzt heute einfach mal vorstellen, welche sieben Gegenstände würde ich mitnehmen, wäre ich einer der sieben Kandidaten und dürfte sieben Tage in der Wildnis von Schweden versuchen zu überleben. Klingt jetzt theatralisch, es geht eben ums Thema Survival. Das heutige Video ist wirklich nur die sieben Ausrüstungsgegenstände, die man sich eben aussuchen darf und mitnehmen darf. Es gibt ein paar so Regeln wie keine Kombi-Ausrüstungsgegenstände, wie beispielsweise ein Messer mit integriertem Feuerstahl, das würde ja als zwei Sachen zählen. Medikit geht auch nicht. Das gibt es in einem Backup-System. Ein Tarp mit weiß nicht wie viel Meter Paracord, auch nicht möglich, zählt dann auch als zwei Gegenstände. Die Kleidung, die man anhat und die man auswählt, das kommt in ein paar Tagen, wo ich dann vorstelle, was würde ich an Kleidung wählen und dazu anziehen. Ja, eigentlich wollte ich das ganze Ausrüstungsvideo draußen im Wald filmen, aber wir haben hier absolutes Unwetter. Da draußen geht fast die Welt unter, es schüttet. Deswegen bin ich jetzt kurzerhand mal in meine Werkstatt rein, da habe ich ein bisschen Ruhe. Ja, natürlich packe ich euch auch meine komplette Ausrüstungsauswahl einmal als Liste hier unter dem Video in die Videobeschreibung rein, da kannst du das alles in Ruhe auch nochmal anschauen. Wenn du auf irgendwas davon Bock hast, was davon brauchst, wäre es schön, wenn du es über meinen Link kaufst. Ist ein Affiliate-Link, kostet für dich nicht mehr, für mich ist eine kleine Provision drin, alles kann, nichts muss, aber du kannst mich so in meiner Arbeit hier noch ein bisschen unterstützen. Meine sieben Gegenstände direkt nach dem Intro. Ich habe mir ein paar Hintergedanken gemacht, wie eingangs schon erwähnt, ich selbst war auch schon ein paar Mal in Schweden. Ich kenne Schweden von oben bis unten und wir wissen, Schweden ist ein relativ langgezogenes Land. Da stellt sich natürlich die Frage, wo genau in Schweden findet das Ganze statt. Dazu hat er, soweit ich mich erinnern kann, sich nicht geäußert, nur irgendwo in der Wildnis von Schweden. Schweden ist nicht gleich Schweden. Du hast im Prinzip Südschweden, der äußerste Süden. Das ist so eine doch sehr gemäßigte Wald- und Seenlandschaft. Könntest du vielleicht vergleichen mit der Mecklenburger Seenplatte oder ich habe keine Ahnung, wann ja die Mecklenburger Seenplatte. Aber das ist doch sehr Mitteleuropa nah. Also zumindest im Sommer. Ich kenne die Gegenden da oben nur im Sommer. Ja, dann hast du Mittelschweden. Auch viele Seen, aber da ist es doch landschaftlich noch schon ein bisschen wilder und dünner besiedelt, wie unten der Süden und die Küsten. Da hast du so landschaftlich, da hat es noch wirklich so wirklich europäische Urwälder, aber auch genügend Wasser. Gehst du weiter nach oben, geht es dann in die Richtung Polarkreis, Lappland, die Ecke. Das ist schon wirklich eine wilde, raue Gegend. Da ist es landschaftlich doch auch vergleichbar. Das ist halt Polarkreisregion, da, ob du da jetzt in Kanada oben bist, in Alaska oder in Sibirien, in der Tundra, ist kein großer Unterschied eben da oben da. Ich denke, das Projekt Seven vs. Wild wird in Mittelschweden angesiedelt sein.
Ja, warum meine ich das? Einerseits, ich weiß, der Fritz war selbst schon oft in Mittelschweden unterwegs. Die hatten da schon mehrere Kanutouren und dergleichen Veranstalter. Da hat er auch ein paar richtig geile Videos dazu. Kann ich dir mal empfehlen, dass du dir die anschaust. Südschweden ist doch, böse gesagt, zu lasch für das ganze Konzept, für das Format. Ja, aber dass er hoch Richtung an den Polarkreis, über den Polarkreis oben rüber, wirklich nach Lappland oben rein, kann ich mir vorstellen. Das da oben ist doch eine Ecke zu rau. Da hat es auch ein paar Kandidaten dabei, die da thematisch eigentlich nichts mit am Hut haben. Da oben ist ein bisschen zu rau dann. Vor allem da, Lappland oben hat es auch wirklich noch die großen europäischen Raubtiere. Da oben hat es Bären, da hat es Wölfe, da hat es Luchse, da hat es Vielfraße. Ja, die hat es auch in Mittelschweden, können die auch schon noch vorkommen. Aber das ist in Lappland nochmal was anderes. Da denke ich, ist einfach das Risiko ja, zu groß. Kann sein, ich täusche mich, ich weiß es natürlich nicht. Ich persönlich gehe jetzt mal geografisch von Mittelschweden aus, hier so die Seen-Urwaldlandschaft. Und dafür habe ich jetzt meine Ausrüstung eben auch ausgewählt. Mein Ausrüstungsgegenstand Nummer 1 für Seven vs. Wild. Ganz einfach ein feststehendes Messer. Ich habe jetzt hier mal ja, mein Jagdmesser oder Bushcraft-Messer. Ist es Linder Super Edge 2, glaube ich. Spielt keine Rolle. Ich will auch in den Videos nicht so sehr auf die einzelnen Gegenstände, was es für eine Marke ist oder was dergleichen eingehen, sondern nur ja, gedanklich, welche Art Ausrüstungsgegenstand nehme ich mit. Was ich habe, nehme ich natürlich würde ich von meinen eigenen nehmen. Wenn ich was nicht habe, könnte ich es mir von der Liste aussuchen. Also, feststehendes Messer, ja, finde ich für die Anforderungen dort einfach ein bisschen besser, ein bisschen stabiler als ein Klappmesser, als ein Taschenmesser. Mit Lederscheide kannst du dir dann ein Gürtel machen, ständig am Mann. Mein Ausrüstungsgegenstand Nummer 2 ist meine Axt. Ich habe jetzt hier eine handgeschmiedete Hultafors mit, ich glaube, 38 cm Stiel. Spielt ja auch keine Rolle im Großen und Ganzen. Es geht um eine Axt an sich. Ich habe lange überlegt, soll ich eine Axt überhaupt mitnehmen oder nicht? Natürlich kann ich auch mit einem feststehenden Messer Holz spalten, à la Betoning. Halte ich persönlich nicht viel davon, ganz ehrlich. Was kann ich da mit dem Feuerholz machen? Da geht es darum, das Feuer soll eigentlich viel brennen. Das Feuer brauchst du einerseits für die Wärme, andererseits zur Nahrungszubereitung und Umständen zum Wasser abkochen, wenn es ordentlich qualmt, um die Moskitos und so Viehzeug fernzuhalten. Und einerseits auch um Licht bei Nacht und einfach um ein bisschen Stimmung, ein bisschen ein Feuer gibt dir einfach was hier drin. Da ist eine Axt super geeignet, um schönes, vernünftiges Feuerholz zu machen, ein paar schöne, ordentliche Holzscheide, dass es auch gut brennt. Des Weiteren finde ich, ist eine Axt ein super universelles Werkzeug. Mit einer Axt kannst du fast alles machen. Ja, du kannst einerseits natürlich grobe Hackarbeiten machen. Du kannst, wenn es schön scharf ist, feine Schneidarbeiten machen. Ich kann mir mit einer Axt wunderbar weitere Werkzeuge schnitzen, wie einen Löffel, eine Tasse, was auch immer. Ich kann es mit der Rückseite als Hammer nutzen. Deswegen ist für mich eine Axt ein sehr wichtiger Gegenstand. Ich habe allerdings, muss ich sagen, auf eine Säge verzichtet, denn brauche ich nicht so dringend, da finde ich eine Axt einfach viel, viel universeller. Thema Feuer habe ich gerade schon angesprochen, wie wichtig ich das betrachte. Deswegen mein Ausrüstungsgegenstand Nummer 3, ein Feuerschal. Ich denke, hier ist einfach nur ein kleiner Bändel, um den Schaber zu befestigen. Ich denke, das sollte, so wie ich es verstanden habe, erlaubt sein und nicht extra zählen als Paracord. Ja, warum Feuerschal und kein Feuerzeug oder Sturmstreichhölzer? Ja, das Zeug ist alles ganz nett, aber ich möchte mich nicht darauf verlassen müssen. Feuerzeug kann leer gehen, Streichhölzer brechen das sowieso immer ab. Wind, Wetter, Scheiße, alles. Der Feuerstahl lässt dich nicht im Stich. Kommen wir zum Ausrüstungsgegenstand Nummer 4. Ich brauche irgendwas schließlich, ja, um dort oben Trinkwasser zu gewinnen oder irgendwo draus zu trinken und auch um Essen zuzubereiten. Nein, Spaß beiseite, natürlich nicht hier im Plastikeimer. Ich würde den Tatonka-Topf nehmen, in ja, 1 Liter, 1,2 Liter, so irgendwas hat er.
Mit Deckel. Das Tolle daran ist, den Deckel kannst du auch einfach umdrehen und als Pfanne verwenden mit einem Stock als Griff. Mein Tatonka-Topf gibt es leider jetzt nicht mehr. Ich habe gar nichts anderes da. Deswegen einfach exemplarisch, dass ich was in der Hand habe zum Zeigen. Den Eimer hier. Also das soll quasi mein Tatonka-Topf sein mit dem Deckel, den ich auch als Pfanne nutzen kann. Meiner Meinung nach auch nur ein Gegenstand, denn der Deckel gehört zum Topf definitiv dazu. Ist halt eine nette Funktion, dass wenn ich den Deckel umdrehe und auf die Glut lege, könnte ich es als Pfanne benutzen. Ja, außerdem, ich kann damit eben Wasser sammeln gehen. Normalerweise ist in der Wildnis von Schweden das Wasser in den Seen so ja, rein, dass du es direkt rausschöpfen und trinken kannst. Falls es mir dann doch irgendwie komisch vorkommen sollte oder ich merke, es ist hier in der Magengegend, das geht nicht mit dem Trinken, könnte ich eben mit dem Topf auf dem Feuer auch das Wasser abkochen. Jetzt habe ich Sachen dabei zum Schneiden, zum Feuerholz machen, zum Feuer machen, zum Kochen. Jetzt brauche ich natürlich noch was, um überhaupt mein Essen zu haben. Klar, ich könnte Pilze sammeln unter Umständen, ist immer so ein Thema für sich mit Pilzen. Ich bin relativ fit bei dem Thema, kenne auch einiges, auch da oben, trotzdem weißt du nie, wie und was und ob es denn überhaupt welche gibt. Es gibt Beeren, Wildfrüchte, all dergleichen. Aber es heißt bei Seven vs. Wild, jeder wird am Wasser ausgesetzt und nicht direkt in Gewässernähe. Deswegen ist mein nächster Ausrüstungsgegenstand ein Angelset. Das wird nicht so umfangreich sein wie jetzt meins hier. Ist auch nur, um es dir einmal zu zeigen. Der Fritz hat gesagt, es gibt ein Angelset auf der Liste. Da sind ein paar Haken, ein paar Blei und Vorfach und irgendwas drin. Das würde ich noch mitnehmen. Ja, man hat da vermutlich jede Menge Zeit. Dann kann man da versuchen, Fische zu fangen, dass man eben was zu essen hat. Gegenstand Nummer 6 wäre bei mir ein Schlafsack. Ich habe hier einen ganz, ganz leichten Sommerschlafsack jetzt drin, in so einem wasserdichten Packsack. Ich würde mich entscheiden für den Carinthia Tropen, heißt das, soweit ich weiß. Der Vorteil an dem ist, es ist ein Sommerschlafsack, vor allem der hat ein eingearbeitetes Moskitonetz. Im Sommer sind die Viecher da womöglich nervtötend teilweise, vor allem an Gewässernähe. Deswegen einen leichteren Schlafsack eben mit eingearbeitetem Moskitonetz, dass du zumindest mal in Ruhe pennen kannst, ohne dass sich die Viecher auffressen. Denn ganz, ganz wichtig bei sowas, erholsamer Schlaf. Wenn du nicht pennen kannst, und das über die ganze Zeit, plus nichts Vernünftiges zu essen oder sehr, sehr wenig oder gar nichts zu essen, das geht ja extrem an die Substanz. Deswegen möglichst alles versuchen, um gut zu schlafen. Auch zum Thema guter Schlaf und ja, was machst du? Du hast irgendwie eine Art Wetterschutz, da ist ein Schlafsack nur bedingt optimal. Würde ich als siebten Gegenstand einen Tarp mitnehmen. Das hier ist ein kleines Tarp. Ich würde einen Tarp mit mindestens 3x3 Metern nehmen. Hat absoluten Multi-Use. Damit kann ich mir einen schönen Shelter bauen, mit dem ich gegen Regen geschützt bin, gegen Windbissel geschützt bin, auch gegen die Sonne geschützt bin, falls die runterbrezelt wie blöd. Ja, vernünftig aufgebautes Tarp geht es ja nicht nur darum, dass ich drunter schlafen kann, sondern einen vernünftig aufgebauten Tarp, wenn ich mir mit dem Tarp ein Lager baue. Ja, das ist ein Aufenthaltsort, wo du mehr oder weniger den ganzen Tag irgendwo verbringen kannst und trotzdem eben geschützt bist gegen die Witterung und Umwelteinflüsse. Ja, ich habe keinen Paracord dabei. Habe ja schon sieben Gegenstände. Da ich, wie gesagt, davon ausgehe, dass wir irgendwo so in der ja, Urwaldlandschaft, gibt es dort genug Material, mit dem ich mir dann eben ja, Schnüre aus dem Naturmaterial selbst herstellen könnte und dann eben somit mein Tarp aufbauen kann. Isomatte ist verboten, soweit ich weiß, aber brauchst du auch nicht. Gibt ja auch viel, viel Nadelbäume da oben. Kannst du dir aus den ganzen Nadelzweigen aus sonstigem Naturmaterial, was du findest, eine schöne dicke Bettschicht bilden und da einen Schlafsack drauf, schmeißt ein Tarp oben drüber, hast ein wunderbares Lager. Nachdem wir jetzt hier gerade ein bisschen im Schweinsgalopp über die ganzen Ausrüstungsgegenstände drüber sind, siehst du sie ja einfach alle nochmal in der Übersicht. Wie gesagt, hier oben denkst du dir bitte einen Topf hin und nicht den Plastikeimer. Tja, das war jetzt mein erster Beitrag zu Seven vs. Wild. Meine sieben Ausrüstungsgegenstände, die ich mitnehmen würde. Wie eingangs erwähnt, das Video zu dem Thema Kleidung, was würde ich anziehen, kommt noch in ein paar Tagen. Deswegen auf jeden Fall meinen Kanal abonnieren und auch das Glöckchen aktivieren, dass du keine Updates mehr verpasst. Dann kriegst du auch das Video mit, was würde ich bei Seven vs. Wild anziehen. Pack doch mal in die Kommentarfunktion unten drunter, was würdest du mitnehmen, was findest du an meiner Auswahl schlecht, was denkst du ist doof, was könnte ich verbessern, was sollte ich nochmal überdenken.
Ansonsten bitte gib dem Video noch einen Daumen hoch, teile es mit 3 von deinen besten Freunden. Und jetzt danke ich dir fürs Zuschauen. Wir sehen uns wieder beim nächsten Video.